Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, hoffe natürlich, ihr da draußen auch, meine Damen und Herren. Heute zu einer neuen First Dates Folge, denn Selina hat mir geschrieben, ob ich auf eine bestimmte Folge reagieren könnte, denn sie soll unterhaltsam sein und die Frau erinnert sie an Nadine von Frauentausch. In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst, in Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Bevor wir ins Video reinstarten, liebe Freunde, möchte ich einmal daran erinnern, dass so viele Leute diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Und mich würde es natürlich freuen, wenn der Balken sich in die andere Richtung schiebt. Und ihr könnt gerne ein kostenloses Abo dalassen. Einfach auf Supportbasis, kostet euch nichts, tut nicht weh, wenn ihr einen YouTube-Account, Google-Account habt. Es würde mich freuen, müsst ihr aber natürlich nicht. Und ansonsten würde ich sagen, checkt die Videobeschreibung aus, denn dort findet ihr den Link zu RTL Plus. Die ermöglichen mir, das Ganze hier anzuschauen. Und dort findet ihr alles mögliche an Folgen von First Dates. Also eigentlich alle Folgen. Ihr könnt dort alle Folgen nachschauen. Aber auch Trash-TV, Live-TV, alles, liebe Freunde. Ohne RTL Plus gehe ich nicht ins Bett. So viel kann ich sagen. So viel steht fest. Wir gehen rein ins Video, ohne groß schnackeln. Let's go. So, wen haben wir da? Hallo, Scheiß Kai. Ich bin ein offener, ehrlicher Kerl. Ab und zu direkt, aber halt das Herz auf diesem rechten Fleck. Das ist der Kai. Also, das, was ich sage, also mein Mund ist schneller als mein Gehirn. Ja, ist bei mir auch so. Sein Zahn war aber auch schneller als sein Mund, ne? Sein einer Zahn. Ist abgehauen. Ich frag mich immer, ey, sowas muss richtig kacke sein, ne? Wenn dich hier vorne ein Zahn komplett abkackt oder abbricht. Boah. Weil du musst ja dann so eine Krone reinsetzen oder so. Ich glaube, ich würde dann, Real Talk, klingt jetzt komisch. Ich glaube, ich würde mir aber dann so einen Silberzahn reinballern. Aber so auf Style-Basis. Ich glaube, es wäre irgendwie stylisch. Tatsächlich. Keine Ahnung. Weil bei mir die zwei Vorderdinger sind auch die Spitzen abgeknallt als Kind. Also da ist so eine Füllung drin. Aber wenn der ganze Zahn abgeht, das ist ärgerlich. Das bockt, glaube ich, nicht. Hallo. Hallo. Kai. Kai. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Was darf es sein? Ein Date. Ein Match. Oh. Ja. Du verlangst aber ganz schön viel. Jennifer kommt für dich. Okay. Jennifer. Super, warten wir. Super. Und vom Charakter sollte sie treu sein. Sie sollte. Kranker Charakterpunkt. Ist das ein Charakterzug? Treue? Nee, oder? Nee. Warte, klebe ich gerade? Auch zeigen, dass ich ihr wichtig bin, weil ich das auch ihr zeige. Auch, dass sie ein bisschen spontan ist. Das heißt, wir irgendwann will ein bisschen was langweiliges oder sowas, dass wir einfach mal irgendwas unternehmen. Einfach mal so kamikaze-mäßig, zack, geh ins Auto, wir fahren irgendwo hin. Super Frau. Also wenn die Frau, wenn es einem langweilig wird und die Frau sagt, lass uns was unternehmen, dann super Frau. Man kann aber auch schon was unternehmen, bevor es einem langweilig wird. Rein in der Theorie. So. Hi, ich bin Jennifer. Ich bin überwiegend ein schüchterner Typ, aber wenn ich mich dran gewöhnt habe und werde ich dann offener. Ich check ja direkt, was gemeint ist mit Nadine von Frauentausch. Sie ist ja also von der Art und Weise, wie sie spricht, von der Körpersprache so sehr ähnlich. Krass. Also rein optisch mag ich eigentlich gerne dunkle Haare. Und ein 3-Tage-Bart. Sonst die Figur ist mir eigentlich egal. Zählt das als 3-Tage-Bart, Leute? Das ist schon mehr als 3-Tage-Bart, ne? Aber dunkle Haare habe ich. Also so ist jetzt nicht. Also. Hi. Hi. Jennifer. Genau. Herzlich willkommen. Hi. Ja. Wie groß ist die Freude von 1 bis 10? Ja, gut. 10? 7. 7. Mhm. Hoffentlich wird es noch eine 10. Mein erster Moment im Restaurant war so, oh mein Gott, es geht schon los. Hallo. Hallo. Hi. Jenny, hi. Dir gerade ein bisschen lange auf seinen verlorenen Zahn geguckt, ne? Sie hat so geguckt, so mäßig, ach, der ist wirklich weg, der Zahn. Die Begrüßung war sehr herzlich und offen. Er hat mich ja gleich umarmt. Es war noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, das ist normal bei einem Blind Date. Und
ja, dann haben wir uns halt unterhalten. Wie alt bist du in Spanien? 30. 30? Und du? Okay. 38. Hm. Ja, hast du Kinder? Nee. Du? Zwei, ja. Zwei? Mhm. Wie alt? Der Kleine ist 2. Okay. Der Große ist 10. Richtiges NPC-Gespräch gerade. Hast du Kinder? Ja. 2. Wie alt? Ah, schön. Okay. Ja, machen wir so. Du hast aus dem Knöpfen raus. Ja, ich sag mal so, die spannende Phase fängt jetzt erst an. Ja. Also Kai hat eigentlich ganz positiv auf meine Kinder reagiert. Es gab nicht schockiert drüber, dass ihm das nicht passt oder so. Was hast du für Hobbys? Im Moment als Single bin ich... Ich lieb's. Vorher so dieses... Was hast du für Hobbys? Jetzt nur an der Konsole, aber ansonsten gehe ich gerne, also ich bin Mechatroniker, das heißt, ich habe mit Autos zu tun und dadurch treffe ich mich auch mit Freunden, treffen wir uns mit unseren Autos dann halt irgendwo abgeschieden und dann machen wir halt da ein bisschen Party, also das heißt Musik ein bisschen an, das war so eigentlich. Und du? Ich bin auch zwischendurch. Das finde ich richtig spannend. Es gibt ja Leute, die ihre Autos so sehr lieben. Also ich check, wenn man auf so Autotreffen geht, diese Tuning-Treffen und so, ne? Aber es gibt Leute, die im Freundeskreis halt alle in ihrer Meinung nach cooles Auto haben. Ob das ein getunter VW Golf ist oder ein Lambo Diablo GT. Völlig egal. Und dann tunen die da ihre Autos und treffen sich dann und reden dann darüber, was so neu passiert ist an dem Auto, was die neu gemacht haben und dass die jetzt den neuen Auspuff bestellen werden und so. Das finde ich richtig krass, weil das so, das wäre so ein Hobby, das könnte ich nicht. So, würde bei mir so vorne und hinten nicht reinpassen. Ich würde ein Auto haben und es halt fahren. Und wenn mich jemand fragt, ob das cool ist oder nicht, sage ich ja, ich genieße es mit dem Auto, es macht Spaß, es hat eine Rückfahrkamera oder so zum Beispiel, mein aktuelles Auto hat keine. Keine Ahnung. Ich bin auch zwischendurch an der Konsole tatsächlich, aber überwiegend treffe ich mich halt mit Freunden. Ja, Jenny spielt gerne Spiele auf der Konsole und damit habe ich kein Problem. Ich habe das früher schon gerne gezockt, du hast heute auch noch immer noch ein bisschen zocken und damit hätte ich kein Problem, auch mit dir zusammen zu zocken zum Beispiel. Dankeschön. Ich würde dir gerne anstoßen. Prost. Prost. Ich kann nicht einschätzen, ob sie glücklich ist oder nicht mit dem Date, aber irgendwie scheinbar läuft's, oder? Scheinbar läuft's so. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es läuft. Der Weg ist das Ziel, Leute. Der Weg ist das Ziel bei diesem Date, glaube ich, eher so. Die Augen geachtet und allgemein auf das Gesicht. Mir ist aber auch aufgefallen, dass er auf der Brust Tätowierung hat. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Habt ihr Hunger? Ja, ja, sehr. Von 1 bis 10, wie viel Hunger? 10. Dann. Oh, das war eindeutig. Ich habe heute noch nichts gegessen. So. Ladies first. Dankeschön. Das Date läuft super. Wir haben schöne Themen, die wir ansprechen. Ja, ansonsten alles super. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Freude auf das Date nur bei 7, aber ihr Hunger bei 10. Mal abwarten, ob Kai am Ende des Abends die Höchstwertung von ihr bekommt. Und findest du was? Eigentlich nicht so wirklich. Ich auch nicht. Ich hätte halt im Zweifel das Schokofondue genommen. Ich glaube, das würde ich sogar auch nehmen. Sonst ist es halt schwierig. Ja. Schokofondue? Ist das nicht ein Nachtisch? Essen jetzt beide Nachtisch? Also ich glaube, ich nehme Schokofondue. Schokoladenfondue. Ja. Das Ding ist, gerade wenn ich aufgeregt bin, habe ich halt einen empfindlichen Magen. Oh, okay. Wir wussten nicht, was wir so nehmen sollten. Sie hat so ein bisschen Probleme mit dem Magen und bei uns beiden war nicht irgendwie so klar, was wir so genau haben wollten. Und da haben wir gedacht, Schokolade geht immer bei uns. Kein Problem. Mich hat nichts auf der Karte angesprochen. Also war die Notlösung das Schokoladenfondue. Das ist richtig schade. Das ist ja wirklich schade. Da sind noch 7 verschiedene Gerichte in alle Richtungen. Ich glaube, die müssen für so Menschen, die... So Baumarktmenschen, kennt ihr? Vorm Baumarkt steht immer so ein Wurstladen. Leberwurst, das ist Salami, das ist Schinkenwurst. Für die Leute, die zum Baumarkt gehen, dass die ihre... Entweder ihre Wurst im Brötchen oder Currywurst Pommes oder...
was kriegen. Das müssen die da auch anbieten. So einfach eine Portion Currywurst-Pommes für, ja, die Leute, die sich halt schwer tun, bisschen ausgefalleneres Essen zu essen, sag ich jetzt mal. Aber für Roland sind Notlösungen natürlich keine Option. Ich habe gerade eure Bestellung mitbekommen. Ja. Hast du nicht gesagt, du hast Hunger? Ja, aber ich bin so ein bisschen schwierig beim Essen. Ja, und, nee, und die Nudeln? Ja, Nudeln schon, aber... Ja, aber... Ich dachte schon, dass es Probleme gibt. Das wäre doch ein Gericht, was man gut essen kann. Ja, aber da ist ja Aubergine dabei. Ja, die merkst du ja gar nicht. Die schmecken dir definitiv. Sicher? Sei mutig. Jetzt bist du schon so mutig gewesen, hierher zu kommen. Getrau dich über die Aubergine auch. Aber du darfst auch noch was wählen. Ja, okay. Ja? Dann würde ich auch Fossili nehmen. Oh, der Bruder, der passt sich einfach immer an, ne? Der passt sich einfach an. Aber ist gut, ist unkompliziert. Ich mag das, wenn Leute sich anpassen. Also ich liebe, wenn man sich mir anpasst. Dann habe ich immer ganz wenige Probleme. Muss ich immer nicht so doppelt denken, so wisst ihr? Alles klar. Wenn es schmeckt, musst du dich dann bei ihm beschweren. Ja, mach ich auch. Was für Filme magst du so? Eigentlich alles bis auf total, also Titanic geht bei mir gar nicht. Nee, ich auch nicht. Auch Dirty Dancing nicht oder sowas. Also Dirty Dancing kann ich mir schon geben. Nee. Ich brauche eher Action oder irgendwas mit Humor. Okay. Wir hatten unsere Gemeinsamkeiten in den Hobbys. Eigentlich gucken wir so relativ die gleichen Filme, also Action, ja, was halt noch so alles noch dabei ist. Wir mögen beide nicht gerade Liebesfilme, bis auf ein paar Ausnahmen, aber ansonsten ist alles gut. Sonst, was ist dir in einer Beziehung wichtig? Mir ist in der Beziehung wichtig, ich habe das Gefühl, die rattern gerade so ein Ding einfach runter, so. So ein Fragebogen mäßig. Ja, wir müssen uns jetzt halt hier unterhalten, weil sonst lassen die uns hier nicht raus. So gefühlt. Treu ist, ehrlich, ein bisschen verrückt. Also gut, verrückt ist nicht so wichtig, aber treu, ehrlich ist bei mir das Hauptding. Mhm. Das muss ich auf jeden Fall haben. Und bei dir? Auch Treue und Ehrlichkeit ist wichtig. Auch Humor tatsächlich. Und aber auch Zuverlässigkeit. Okay. Also auf Dauer an sich ist es schon wichtig, weil schließlich ist ja mein Partner dann auch irgendwann mit für die Kinder verantwortlich. Also nicht jetzt sofort, logischerweise, aber halt irgendwann. Jenny hat Kinder. Das ist jetzt für mich kein großes Problem. Sie hat auch nicht erzählt, dass sie irgendwie einen Vaterersatz oder sowas sucht, sondern halt dann schon so eine gewisse Festigkeit, wo sie dann im Leben dann haben will. Und es hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Jetzt zur Challenge Fossiloni probieren. Lass es euch schmecken. Danke. Ja, dann guten Appetit. Wünsche ich dir auch. Bringt den einfach Currywurst Pommes, Mann. Ist doch nicht so schwer. Schauen, ob die Romans Empfehlung Anklang findet oder ob die beiden wieder auf Schokoladenfondue umschwenken. Aber das, was ich bisher gegessen habe, ist gut. Die Nudeln waren sehr köstlich. waren sehr köstlich. So, ihr zwei, die Zeit neigt sich dem Ende. Ich will dich gerne einladen. Sehr gerne, danke schön. Süß. Ich fand sympathisch, dass er auf jeden Fall Humor hat. Und wartet mal, habe ich den Part mit dem Humor übersprungen oder wo war der? Das ist er an mir vorbeigerauscht. Dass er tatsächlich immer ein Lächeln hatte. Und ich fand auch sehr nett, dass er die Rechnung übernommen hat. Das macht auch nicht jeder, also das war auch sehr charmant. Als Gentleman tut man eine Frau einladen, ja. Ich habe hauptsächlich bei ihr in die Augen halt geschaut, ich habe ihr halt zugehört. Sie ist sehr lieb und nett. Schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Bin ich jetzt gespannt, weil irgendwie, also ich habe das Gefühl, die mögen sich beide, aber woher soll ich es jetzt wissen, so, ne? Also es war halt jetzt auch nicht so aussagekräftig hier alles. Und? Wie sieht's aus?
Möchtet ihr ein zweites Date haben? Ich möchte kein zweites Date. Es war zwar sehr alles super angenehm mit dir, aber es hat einfach bei den Treffen selbst hat es irgendwie nicht, war dieser Funke nicht da, wo ich sage, okay, super, ich möchte sofort zweite, dritte Date, vierte, fünfte, weißt du? Ja. So, und so bist du super. Ich mag deine offene Art und wie du dich gegeben hast, war alles super. Wir haben auch ganz normal geredet, auch über deine Kinder und sowas, und es hat mir alles sehr gefallen. Er hat es sehr, sehr, sehr charmant verpackt, das Ganze gerade. Man hat auch gesehen, dass sie leicht geschockt war. Also ich glaube, sie wollte eigentlich weiterziehen, ne? Sie wollte das Ding noch weiter durchdribbeln da. Dankeschön. Also ich bin auf jeden Fall erleichtert, weil ich möchte auch kein zweites Date. Ach so. Weil die Optik, also für meinen Typ, passt halt einfach nicht. Das ist krass, dass sie das anspricht. Das ist krass. Also jemanden auf wegen Aussehen zu korben, ist krass. Aber ansonsten bist du auch ein super sympathischer und netter Kerl. Also das finde ich auch richtig super. Vielen Dank. Gerne. Also ich würde mich maximal verarscht fühlen, wenn mir jemand sagt, ich will kein zweites Date wegen der Optik. Da würde ich schon schlucken, glaube ich. Aber gut, immerhin war sie ehrlich, ne? Du musst ja auch erstmal da sitzen und die Eier haben, zu sagen, du siehst nicht so aus, wie ich es mir vorstelle. Gut. Liebe Freunde, das war's mit dem Date. Es ist Obst im Haus. Nee, das war jetzt der falsche Frauentausch, liebe Freunde. Hoffen wir mal, dass es morgen besser weitergeht um 14 Uhr, denn hier kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video für euch online mit einer neuen Folge First Dates. Schaltet gerne ein, macht euch was Leckeres zu essen für morgen und hier oben kommt eine Infokarte. Falls ihr jetzt weiter gucken wollt, checkt die anderen Videos ab aus der First Dates Playlist. Viel Spaß dabei, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, auch rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide, zu viele Gefühle, darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe, dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme, du weißt, wie die Story ist.